Nimmst du die rote Pille oder die blaue Pille? Entscheide dich. So, ihr Lieben, ihr versteht ganz genau, was ich meine. Ich ziehe mich jetzt wieder um. Die Pillen lege ich mal hierher. Mal ein ganz anderes Erlebnis für euch. Für mich auch. Wenn zum Beispiel so ganz besonders schöne Nachrichten aufkommen, dann freuen wir uns zum Beispiel, jetzt erst war das ja mit den Aliens und mit den UFOs, wurde es zugegeben von der NASA, dass also das schon jahrelang alles beobachtet wurde und die ganze Zeit geheim gehalten wurde. Dann kam es nach außen und wir haben uns gefreut. Yeah, super, klasse, es ist endlich anerkannt. Ja, und einen Tag später oder 2 Tage später war das Thema schon nicht mehr interessant. Und so gibt es viele Themen, wirklich viele Themen, viele Punkte. Einfach ist mir aufgefallen, dass die Menschen irgendwie oberflächlich sind, ja, dass sie gar nicht so sehr dann bei etwas bleiben oder dass sie einfach, was soll ich denn sagen, von einem Ereignis zum anderen rennen. Ja, so von einer Katastrophe kann man auch sagen, zur anderen Katastrophe oder von einer krassen Nachricht zur anderen Nachricht rennen und dann, dass es dann sofort wieder abflacht. Das ist ja auch ein System, ja. Was die Matrix insgesamt ist ja auch ein System. Die Pünktchen, die da hinten so aufleuchten, könnte man auch sagen, sind diese ganzen Nachrichten, die immer wieder zu uns kommen, die uns überfluten und die vielleicht schon bei vielen Menschen so eine Überreizung geschaffen haben, dass wir gar nicht mehr erkennen, was denn jetzt eigentlich wichtig für uns ist, wo wir unseren Fokus drauf legen sollten. Und im Film der Matrix, da wird ja auch das so viel gezeigt und der ist so sehr vergleichbar mit unserem Leben überhaupt. Und ich möchte euch so ein bisschen darauf aufmerksam machen, mehr in das Bewusstsein zu gehen, bewusster zu leben und einfach, wenn es tolle, schöne Nachrichten gibt, die dann auch wertzuschätzen und nicht so sehr zu hetzen. Ich weiß, das Leben ist so eine Hetzerei, man ist bemüht, auch immer alles richtig zu machen und hüpft dann von einem zum anderen und manchmal wird es dadurch ganz unruhig. Und diese Unruhe bringt uns ja aus der Mitte. Ja, diese Unruhe, die macht einen letztendlich irgendwo krank, wenn ihr so wollt. Und das wollen wir ja jetzt gar nicht. Wir wollen ja alle gesund sein. Und wenn du dir überlegst, der Mensch ist ja ein ganz kleiner, kleiner, kleiner Punkt in diesem riesengroßen Universum. Und dieses Universum, das ist ja aus der Liebe Gottes entstanden. So würde ich das einfach mal sagen. Und auch die Erde ist aus der Liebe Gottes entstanden. Und wenn, und der liebe Gott, der wird uns niemals vergessen. Der ist immer da und wird uns beobachten, egal wie klein du jetzt bist. Und wenn du mal zum Beispiel die Strände von der Erde, alle Strände zusammenfasst und den ganzen Sand betrachtest, diese Unmenge an Sand und dann ein Körnchen mal nimmst, das bist du. So ein kleines Körnchen in einer Vielzahl von riesengroßen Sandkörnchen. So kann man sich das vorstellen. Und aber die Sandkörnchen an sich sind ja eher ruhig und ausgeglichen. Und das ist im Moment bei uns Menschen eigentlich gar nicht so der Fall. Wir sind eher abgehetzt und werden von diesen vielen negativen Nachrichten bombardiert und so aus unserer Mitte gebracht. Und diese Lebensphasen, die wir also durchgehen, ja, das heißt die Kindheit, die Jugend, das Erwachsenenalter und dann das Alter, wenn man das jetzt mal so dazu nehmen wollte, also diese 4 Lebensphasen, die durchlaufen wir ständig
in jeder neuen Inkarnation und lernen ständig dazu. Also es ist so, dass wir, wenn wir neu inkarnieren, immer wieder da beginnen, wo wir aufgehört haben. Wir beginnen nie jedes Mal von unten, sondern wir bauen jedes Mal auf dem auf, was wir so als Erfahrung gemacht haben. Jetzt frage ich dich, wie können wir aus diesem System der Matrix hinausgehen? Wie können wir mehr zu uns finden, mehr wieder unsere Kraft spüren? Denn je mehr Kraft wir haben, umso mehr ausgeglichener sind wir und auch umso mehr können wir wertschätzen, was gerade geschieht. Sprich von positiven Nachrichten, ganz wichtig zu wissen. Und mit dieser Wertschätzung hast du gleichzeitig ein ganz anderes Bewusstsein. Dieses Bewusstsein der Achtsamkeit. Und das ist wichtig, dass man wirklich darauf achtet, in der täglichen Achtsamkeit zu sein, jede Blume in ihrer Schönheit wertzuschätzen, jeden Moment, in dem du vielleicht mit deinen Lieben, mit deiner Familie zusammen bist, wertzuschätzen. Also, dass du tatsächlich dein Leben insgesamt mehr wertschätzt und dadurch glücklicher wirst. Raus aus dem Kollektiv, das sagt uns die geistige Welt ja schon ewig, rausgehen und zu sich selbst stehen. Das ist ein wichtiger Punkt, zu sich selbst stehen und nach den eigenen Werten leben. Also nach den eigenen Werten leben, das bedeutet, das zu tun, was du fühlst, dir nicht von irgendjemand irgendwas erzählen zu lassen, du musst dies oder das tun oder das ist für dich richtig. Das kann sowieso niemand. Das kannst nur du wissen. Also wichtige Schritte aus diesem schnelllebigen System, aus diesen eingezwängten, vorgefertigten Meinungen des Systems hinauszukommen, ist wirklich einfach, seine eigenen Werte zu erkennen und zu leben. Zu bestimmen, was ist mir wichtig. Und das kann für jeden Menschen etwas anderes sein. Natürlich gehört da auch eine artgerechte Ernährung dazu. Ja, eine Ernährung, die zu uns passt, mit den Produkten aus dem Land, wo wir leben, möglichst und Tierleid zu vermeiden, also eher in die vegetarische Richtung gehen. Das muss aber alles deinen eigenen Werten, sollte dies entsprechen. Das ist wichtig. Und zu dir selbst stehen, auch sagen, ich bin so und fertig, einfach so. Ja, da gehört ein Selbstbewusstsein dazu, aber dieses Selbstbewusstsein hat eigentlich jeder Mensch. Nur lassen wir uns allzu schnell klein machen und verlieren dann sehr an Selbstbewusstsein. Auch das kommt vom Kollektiv, von der Matrix, das ist so gewollt. Ich habe noch ein anderes Video gemacht, raus aus der Matrix, die Matrix umprogrammieren. Schaut euch das auch an, das ist nämlich sehr hilfreich. Ich habe es unter dem Video und auch hier oben verlinkt. Dann sollte man noch versuchen, raus aus der sozialen Programmierung zu gehen. Die soziale Programmierung schränkt ja auch sehr ein und zwängt einen ja in diese Richtung, was vielleicht auch gar nicht für uns gut ist. Darunter zählen auch Verordnungen, die einfach so, ja, gesagt werden und vielleicht deinem eigenen, ja, Denken gar nicht entsprechen. Also rausgehen aus diesen sozialen Programmierungen, das kann man sehr gut, wenn man erkennt, dass, wenn man sich so ein bisschen abgrenzt und sein eigenes Leben lebt, man da auch mehr an der Kraft ist. Das müsst ihr so für euch überlegen. Das sind jetzt so meine Ansichten, wie ich es gut finde. Und ich möchte euch natürlich inspirieren, da mal ein bisschen drüber nachzudenken und einfach dadurch euer Leben so zu gestalten, wie es für euch gut ist und nicht mehr abhängig zu sein. Ja, willst du jetzt diese Pille oder die andere Pille nehmen, sondern deinen Weg zu gehen, genau zu wissen, will ich jetzt wirklich erwachen oder will ich noch weiter schlafen und mich beeinflussen lassen? Das ist ja der Punkt, worum es in unserem Leben geht und was uns
vielleicht nicht immer bewusst ist. Es geht letztendlich um das Erwachen. Und das Erwachen, das ist ja etwas, sich selbst zu erkennen, zu sich selbst stehen, sein Leben leben, zugewandt zu Gott, zum Hören von allem, was ist, da diese Anbindung zu bekommen. Das heißt, es ist eine Bewusstseinsarbeit. Und das kannst du durch Meditation natürlich am allerbesten lernen. Das kannst du auch lernen, wenn du Medium der neuen Zeit bist. Also wenn du zum Beispiel eine Channel-Ausbildung machst, kann man bei mir auch machen, habe ich hier unten verlinkt. Einfach Wege finden, wie du dich mit den höheren Wesen verbinden kannst und auch, wie du dich mit deiner Seele verbinden kannst. Denn das mit der Seele verbinden, das ist ja der engste Kontakt zu dir, den du überhaupt haben kannst. Und in dem Moment, wo du sehr mit deiner Seele verbunden bist, wirst du auch kaum mehr Fehlentscheidungen treffen. Das ist das Wichtigste. Und dann gelingt dir auch dieses Aussteigen aus den sozialen Programmierungen leichter. Also es ist einfach die Voraussetzung für alles, den Weg zur Seele zu finden, über Meditation oder über Botschaften und Channeling. Das ist der Weg. Und es ist heutzutage überhaupt nicht mehr so schwer, wie es früher mal war. Ja, früher hat man 10, 20 Jahre üben müssen und strengste Regeln einhalten müssen. Das ist nicht mehr so. Wir leben in der neuen Zeit und die geistige Welt hat uns so viele Energien zur Verfügung gestellt, um uns das eben alles leichter zu machen. Und von daher kann man das also innerhalb ein paar Stunden lernen. Das ist schon ein enormer Fortschritt. Also wer sowas möchte, der sollte wirklich für sich selbst überlegen, jetzt diesen Schritt zu tun und dadurch ja seine ganze Lebensqualität auf einen höheren Bewusstsein stellen, auf einem höheren Level einstellen. Und so kommst du automatisch aus dieser Entscheidung, blaue oder rote Pille, heraus, weil du dann in deinem eigenen Erwachensprozess bist. Und das ist genau das. Das ist dein persönlicher Seelenweg, den du gehen solltest. Deswegen bist du ja hier. Und letztendlich führen alle Seelenwege aller Menschen zur Liebe, zu allem, was ist, in der Vereinigung, in der großen Liebe, in der Hingabe zu Gott. Das ist unsere große Aufgabe. Und die vergisst man manchmal in dieser Alltagshetze, na, in diesem schnell, schnell dies, schnell, schnell das und so. Das ist nicht gut. Das ist aber das wirtschaftliche System, ja, das ist das, was dich mit Reizen überflutet, was dir ständig neue Nachrichten bringt, wo du begeistert bist, erstaunt bist oder verängstigt bist, das ist ja alles dabei. Und was dich letztendlich dich selbst vergessen lässt, wenn du nur noch von äußeren Reizen überflutet wirst. Und deswegen bitte ich euch, haltet einfach mal inne, haltet mal inne und guckt, was ist in mir? Was sagt meine Seele? Wie ist mein Weg? Und kommt zu dir selbst, kommt zu euch selbst und ja, seid die großen, starken Lichtarbeiter, die ihr alle in Wirklichkeit seid. Das ist mein Geschenk heute für euch, meine Inspiration, die euch so ein bisschen zum Nachdenken bringen soll und ja, leichter machen soll, zu sich selbst zu stehen. Denn du bist dir selbst das Wichtigste, auf jeden Fall. Und das sollte jeder von uns immer wieder sich vor Augen führen. Ich möchte jetzt gerne noch eine schöne Meditation für euch machen. Und ich werde auch auf Telegram natürlich noch was dazu sagen. Und unser Engelradio geht wieder. Das hatte mal ein paar Störungen gehabt. Es geht jetzt. Ihr könnt auch gerne euch mit dieser Musik berieseln lassen und da in die Frequenzen der Liebe eintauchen und zu euch selbst finden. Dann darf ich natürlich auch noch unsere Kanalmitglieder ganz herzlich begrüßen. Liebe Kanalmitglieder, ihr bekommt ja jeden Monat
ein kostenloses Webinar geschenkt. Und wer noch Kanalmitglied werden möchte, kann hier einfach unten auf den Button klicken, Mitglied werden. Und schon bist du dabei und hast dann Zugriff im Community-Tab auf unsere kostenlosen Webinare. Also wir tun so viel für euch, so viel, um euch immer wieder zu unterstützen und eine ganz starke Gemeinschaft der Lichtarbeiter zu bilden. So, und jetzt wünsche ich euch ganz viel Freude bei der Meditation. Was nehme ich denn? Ich nehme mein Ursprungslicht. Ich nehme Smarana. Ja, die zwei heute mal. Gereinigt habe ich mich vorhin schon. Ich habe auch den ganzen Raum gereinigt, sodass ich dieses Video für euch in der tiefsten Reinheit und Klarheit sowieso sprechen kann. Meine Lieben, macht euch bereit. Geliebter Mensch, mit großer Freude begrüße ich dich und deine Seele. Ich begrüße und verehre deine Göttlichkeit in dir und grüße mit meiner Göttlichkeit deine Seele. Fühle dich willkommen und fühle dich angenommen und geliebt, so wie du bist. Die Energien der Engel der Achtsamkeit versammeln sich in diesem Raum und sie versammeln sich auch bei dir. Denn die Achtsamkeit, welche in deiner Seele wohnt, ist das, was dich führt und dich selbst erkennen lässt. Es ist die Achtsamkeit der Liebe, der Momente, aller Dinge, die dich in deinem täglichen Leben begleiten. Und sobald du in der Lage bist und einmal innehältst und jeden Moment in der göttlichen Achtsamkeit betrachtest und wertschätzt, wird sich dein Leben verändern. Es ist einfach eine sehr große Liebe, welche es strömt, sobald du in die Achtsamkeit gehst. Und so wirst du nach und nach immer mehr schöne Momente erleben, denn die Achtsamkeit zieht Achtsamkeit und schöne Dinge an. Dadurch wird sich auch deine Seele immer mehr ausdehnen können und dir die so wichtigen Impulse zur Verfügung stellen. Auch dein inneres Kind wird sich sehr freuen, wenn du beginnst, in Achtsamkeit die Momente deines Lebens zu genießen und um dir dabei zu helfen, möchte ich nun dich einladen in das Feld der Achtsamkeit der Engel einzutreten, denn sie haben diese Energie für dich ausgebreitet. Und so nimm nun einen tiefen Atemzug und tauche in dieses wundervolle Energiefeld hinein. Tauche in dieses wundervolle Energiefeld hinein.
Und nun lass den heutigen Tag an dir vor deinem dritten Auge vorüberziehen und entdecke die wundervollen, schönen Momente der Achtsamkeit und beginne jetzt, deinen Tag zu wertschätzen. Suche die schönsten, positivsten Dinge und Momente aus deinem heutigen Tag und sende ganz viel Licht und Liebe hinein. Ich gebe dir ein wenig Zeit. Sende deine allergrößte Liebe in deinen vergangenen Tag und spüre, wie dadurch sehr viel positive Energie entsteht. Positive Energie, welche dich und dein inneres Kind nähren, dir Kraft geben, dein Bewusstsein hin zur Liebe führen. Dein Bewusstsein hin zu Gottes Liebe führen. Und dann bedanke dich bei deinem Körper, bei deinem Geist und deiner Seele, dass du diesen Tag erleben durftest und dass du jetzt nachträglich so viele schöne Momente entdecken konntest. Die Engel der Achtsamkeit tragen dich nun wieder in dein Hier und Jetzt zurück. Du wurdest neu ausgerichtet und trägst das Licht von Gottes vollkommener Liebe in dir. Bedanke dich bei allen Wesen, bei deiner Seele, für das, was gerade geschehen durfte. Und dann komm wieder ganz in das Hier und Jetzt zurück. Bewege Hände und Füße, strecke dich. Öffne deine Augen und betrachte deine Umgebung mit der Liebe der Achtsamkeit. Wertschätze alles, was du jetzt siehst, was bei dir ist. Wertschätze diesen Moment der Stille. Und so fließt Achtsamkeit in dein Zuhause ein. Mach dich stark und groß. Du bist verbunden mit Gottes Liebe und mit deiner Seele. Smarana für dein Licht. Schön, dass ihr wieder da seid, ihr Lieben. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen in die Achtsamkeit führen können oder diese noch mehr ausdehnen können. Denn das ist die Kraft, die wir alle in uns tragen. So wünsche ich euch allen eine wunderschöne Zeit, eine Herzensumarmung, ein Küsschen. Bis zum nächsten Video. Alles Liebe!